rest of our stash, Abe. I hope you got a plan, Abe. Abe, you got a plan, right? How dare anyone question my recipe? It has never failed us. Never. It must be Mulloch. Who else would be spreading these fake rumors, these conspiracy theories? What? Sorry to bother you again. What is it? There's two Gluckins that have arrived by airship. They're waiting on your helipad. Two what? Gluckins, sir. They're kind of freaking out, pissed off and all, and they're demanding you meet with them. Demanding? You tell them. They can wait. Mulloch, I know he's behind this. Nothing left for us here, except...
evictions and firing squads. Aw, man. Now you'll never get that luxury airship you've been dreaming of all your life. Not even a crappy one. Boss, I didn't mean to scream out. No, boss, no! Ja, was für ein krasses Ende, würde ich mal sagen, oder? Also, nee, es steht da zum nächsten Level. Bin ja mal gespannt, ob es noch ein Level gibt. Würde natürlich gerne wissen, was mit Abe passiert ist. So wie ich es jetzt gelesen habe, sind halt auch andere Brauereien in die Luft gegangen, dadurch, dass die ganze Pipeline gebrannt hat. Auf jeden Fall sehr, sehr geile Videosequenz. Wir drücken mal auf zum nächsten Level. Ich hätte eigentlich gedacht, das war's, aber vielleicht noch nicht. Viele Levels noch einmal durch, bis genug positives Karma gesammelt hast, um das gute Ende freizuschalten. Ah, das soll also das sein, was machbar ist. Ich hatte ja schon mal gesagt, dass es wohl möglich ist, dass das Spiel vorher beendet, dann ist das anscheinend schon das vorzeitige Ende. Oder vielleicht nicht vorzeitig, aber das Ende wird einfach verschieden sein, je nachdem wie viel Mudokunst man gerettet hat. So geht halt alles in die Luft und vielleicht schafft man es auch irgendwie, dass Abe am Ende überlebt. Ja, wir machen jetzt hier an der Stelle erstmal Schluss mit dem Let's Play. Ich muss sagen, alles in allem hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es ein bisschen ärgerlich, dass teilweise doch noch so viele Bugs drin sind. Ja, gerade auch für den Preis von 50 Euro, dafür, dass es ja eigentlich ein 2D-Spiel ist. Also, ich sag mal jetzt nicht so riesig komplex wie ein Open-World-Game, sollte es nicht ganz so verbuggt sein. Aber ja, Updates spielt es auch immer mal wieder ein. Hat es die ganzen Tage, wo wir jetzt hier aufgenommen haben, auch schon getan. Vielleicht wird es ja alles noch verbessert. Aber alles in allem hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch beim Zuschauen auch. Mit dem anderen Ende weiß ich noch nicht so wirklich, ob ich da riesig Bock drauf habe, jetzt nochmal alle Level irgendwie so zu spielen, um genügend Mudokunst zu retten. Ich guck mal, wie viel Mudokunst es braucht. Wenn es vielleicht nur ein, zwei Level sind, wo ich nochmal ein bisschen was verbessern muss, dann wird noch eine Folge kommen. Ansonsten belassen wir es aber hier erstmal dabei. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und dann sehen wir uns in einem anderen Let's Play wieder. Bis dahin, macht's gut.